Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall erkannt, dass wir in Riad nicht dort waren, wo wir sein wollen oder wo wir auch hingehören. Und es war natürlich schmerzhaft, das war auch Enttäuschung. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man daraus einfach die richtigen Schlüsse und die richtige Motivation zieht. Und wir sind direkt nach Riad zusammengerockt, haben alles analysiert, haben dann uns auch die Pause gegönnt, die Weihnachtspause. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es war ein sehr langes Jahr für alle. Und es tut auch gut, dass man einfach mal abschaltet. Aber wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind heiß, wir sind motiviert und wir wollen natürlich besser abschneiden als in Riad und wieder dort fahren, wo wir sein wollen. Und es gibt nur ein Motto und das ist volle Attacke. Und ich glaube, wir werden hier hoffentlich besser aufgestellt sein wie in Riad. Ja, ich glaube auf jeden Fall, man muss aufpassen, weil Riad einfach ein komplett chaotisches Rennen war. Wir hatten im freien Training lange Verzögerungen, wir hatten Regen, wir sind wenig gefahren, wir sind quasi blind ins Rennen gegangen, hatten keinerlei Info, ob unser Auto im Trockenen funktioniert. Und es war schwer und vielleicht wurden wir da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Da waren andere einfach besser aussortiert, das muss man ganz klar sagen. Aber dementsprechend müssen wir auch cool bleiben und uns da nicht so verrückt machen. Jetzt Marrakesch ist nochmal ein bisschen eine andere Strecke, Riad war sehr, sehr speziell auch. Und ja, deswegen ist das für uns abgeschlossen. Das war im alten Jahr. Jetzt heißt es hier einfach cool bleiben, sauber arbeiten und es besser machen. Ja, ich glaube, man sieht das mit der Formel E jedes Jahr, dass die Konkurrenz stärker wird. Es kommen mehr Werke dazu, es wird alles professioneller. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass es hier einfach am Limit zugeht. Und wenn man sich kleine Fehler erlaubt, wenn man mal nicht so aussortiert ist, wenn man mal als Fahrer einen schlechten Tag hat, dann bist du hier einfach hinten. Das ist Fakt. Hier will jeder gewinnen, hier sagt jeder, er ist der Beste und dementsprechend ist es einfach hart. Und im letzten Jahr, glaube ich, haben wir uns das gut erarbeitet. Wir waren die Stärksten, wir hatten ein super gutes Auto, wir haben als Fahrer keine Fehler gemacht. Wir haben wirklich als Team funktioniert, waren in der Lage, Ergebnisse einzufahren. Und ich glaube, deswegen wissen wir, wie es geht, aber wir wissen auch, dass es hart ist und dass wir voll dranbleiben müssen, weil wenn man hier stillsteht in der Formel E, dann überholen einen die anderen. Ja, natürlich hat man BMW als Konkurrenten, das ist ganz klar, es ist ein deutscher Hersteller. Aber andererseits muss man auch sagen, das ist eine Marke, die muss man respektieren. Das sind top aufgestellte Leute auch, die haben auch gute Fahrer. Und Da Costa jetzt gewonnen, ich glaube, das muss man an der Stelle auch einfach mal anerkennen und auch gönnen und da gratulieren. Ich glaube, die haben auch nicht die leichtesten Stunden gehabt im letzten Jahr, wo die da schon mit drin waren. Und klar ist unser Ziel, die zu schlagen und ihren Ziel wird sein, uns zu schlagen. Aber wir haben auch gesehen, dass eigentlich das stärkste Team in Riad nicht BMW war und nicht wir waren, sondern T-Cheetah mit DS an Bord. Und ich glaube, dementsprechend müssen alle hier in dem Feld, egal wie sie heißen, ob das Audi, BMW oder sonst wer ist, Vollgas geben. Und natürlich wird mal der eine oder der andere gewinnen. Aber wir hoffen für uns, dass wir das sind. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Fans Spaß haben und dass das eine Serie ist, die die Leute packt und mitreißt. Ja, so nach dem Rennen, als ich ausgestiegen bin, für mich selbst habe ich natürlich erstmal gesagt, Attackmodus hat mir nicht so viel gebracht und mir auch nicht so gut gefallen. Ich habe dann das Rennen angeschaut und hatte schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall sehr cool war für die Leute, die es von außen gesehen haben, dass da doch einiges passiert ist. Und sag ich mal, wenn ich mal meine persönliche Brille absetze, dann war das auf jeden Fall ein gutes Feature. Ich glaube, es wird sich sowieso noch weiterentwickeln, man wird besser verstehen, wie Attackmodus funktioniert. Hier in Marrakesch ist es nochmal an einer anderen Stelle. Also grundsätzlich habe ich immer gesagt, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir das haben. Und ich glaube auch, dass es weiterhin gut ist. Man muss es einfach feintunen und vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und wir müssen es dann auch noch cleverer einsetzen. Ja, also ich kenne Pascal, glaube ich, schon seit der Kartzeit, als wir noch wirklich ganz, ganz junge Kerle waren und da noch in Wohnmobilen geschlafen haben und mit Karts im Kreis gefahren sind. Von dem her, freut es mich, dass er dabei ist. Ich glaube, er hat bewiesen, dass er gut Auto fahren kann, auch wenn es in der Formel 1 vielleicht für ihn nicht geklappt hat. Aber ich glaube, hier hat er auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Feld gefunden und hoffe, dass es ihm natürlich auch Spaß macht. Auf der anderen Seite ist er ein Konkurrent wie jeder andere und natürlich ist mein Ziel, vor ihm zu sein. Aber ich glaube, es ist gut für die Serie, dass einfach hochkarätige Fahrer da sind und wir dann auf der Strecke das ausfighten.